Liebe Gäste, auch im Namen des Leitungsteams darf ich Sie zu unserem Jubiläum 10 Jahre Begegnungszentrum ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ein besonderer Gruß geht an den ersten Bürger unserer Stadt, unseren Bürgermeister, Herrn Carsten Dorke. Herzlich willkommen. Applaus 10 Jahre Begegnungszentrum bedeutet auch 10 Jahre Begegnung mit Menschen. Das bedeutet auch Verantwortung, Vertrauen, Respekt, Toleranz, Geselligkeit. Verantwortung für unser Tun und das Miteinander. Vertrauen unserer Gönner und Sponsoren, dass sie uns immer wieder durch ihre Unterstützung zeigen. Respekt gegenüber allen, die tatkräftig mit ihren Händen uns allzeit immer wieder treu zur Seite stehen. Alle Mitglieder, alle Ehrenamtlichen, alle Gruppenleiter, alle, die sich einbringen und mit Toleranz und Demut immer wieder die Begegnung mit Menschen suchen und somit Geselligkeit durch die verschiedensten Veranstaltungen ermöglichen. Ein französischer Philosoph hat einmal gesagt, es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einige schöne Stunden, viele Begegnungen und tolle Gespräche. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Hören wir nun die Grußworte des Bürgermeisters. Ja, ich durfte das Jackett auslassen, hat man mir gesagt. Ja, ist auch wesentlich angenehmer. Ja, liebe Kolping-Schwester, liebe Kolping-Brüder, lieber Nachbar, Herr Pastor Hickeroth und Herr Heinisch, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist ein großer Tag. Und dieser Satz hört sich für manche Ohren vielleicht etwas übertrieben an. Es ist aber nicht übertrieben, wenn ich daran erinnere, welch große Leistung wir hier heute mit dem 10-jährigen Jubiläum im Begegnungszentrum feiern. Zumal es der Kolping-Familie Steiner mit ihrem Wunsch nach einem eigenen Heim nicht immer leicht gemacht wurde, denn, lieber Werner, in der Jubiläumszeitschrift hast du dieses so anschaulich dokumentiert, erste Bemühungen sind bereits vor 90 Jahren unternommen worden. Und es ringt mir größten Respekt ab zu lesen, welcher Vielzahl von Widrigkeiten bzw. Hindernissen zum Trotz die Kolping-Familie Steinheim genau dieses Projekt Eigenheim über Generationen verfolgte, bis dies endlich im Jahr 2005 dann konkret wurde. Das stadteigene Gelände hier am Piepenbrink mit dem ehemaligen Asylantenheim bot beste Voraussetzungen, zentrumsnah und doch mit ausreichend Entfernung zu Wohngebieten, großflächig mit guten Parkmöglichkeiten in der Nähe. Verwaltung und Kolping-Vorstand waren sich nach einer gemeinsamen Besichtigung schnell einig. Das ist er, der ideale Platz für das zukünftige Begegnungszentrum der Kolping-Familie Steinheim. Und wenn ich mich hier heute so umschaue, sehe ich nur freudige und strahlende Gesichter hier versammelt. Das liegt mit Sicherheit auch am gestrigen ersten Tag. Aber ich möchte sagen, Sie alle dürfen stolz darauf sein, was in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit in einem hohen Maße an Eigenleistung in nur 14 Monaten geschaffen wurde. Planung, Konzeption und Verwirklichung ist eine Sache vieler geworden. Viele, viele kreative Köpfe und tatkräftige Hände haben bei der Realisierung auf unterschiedliche Weise mitgeholfen. Getreu dem Motto, viele Hände schaffen viel. Unterstützt auch von anderen Vereinen, wie zum Beispiel der Steinheimer Karnevalsgesellschaft, durch Bereitstellung von Strom und Wasser, sowie heimischer Unternehmer, die tatkräftig das zur Ausführung gebracht haben, was in Eigenleistung nicht zu machen war. Auch dank der Unterstützung und Sponsoren des Trägervereins. Es ist ein Begegnungszentrum hier entstanden, das als Familienzentrum eine Lücke geschlossen hat in unserer Gemeinde. Eine Einrichtung zur Generations-, Religions- und Nationalitätenübergreifenden Nutzung. Getreu ihres Mottos, Zukunft bewegt uns, wir gestalten Zusammenkunft. Und dies haben sie in den vergangenen 10 Jahren erfolgreich gelebt. Ich habe sie nicht gezählt, aber gefühlt hat die Kolpingsfamilie vielzählige und vielfältige Angebote jeden Monat aufs Neue für die Jugend, für die Familien, für Senioren,
stets aufs Beste organisiert und koordiniert von den Mitgliedern der Kolping-Familie. Veranstaltungen, die von der Bevölkerung gerne angenommen worden sind. Und dazu danke ich stellvertretend für alle dem aktuellen Leitungsteam um Helga, Manni und Werner. Ich bedanke mich auch im Namen des Rates bei allen, die an diesem Projekt Begegnungszentrum beteiligt waren. Sie alle namentlich zu nennen, würde den heutigen Rahmen sprengen und ich habe dann immer Angst, dass ich jemanden vergesse. Alle, die mit angepackt haben, dürfen sich dessen bewusst sein. Bewusst sein, dass sie einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft geleistet haben. Ein Beitrag, der allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zugutekommt. Es macht auf eindrucksvolle Weise deutlich, was Gemeinsinn bewirken kann. Dank gebührt darüber hinaus all jenen, die über all die Jahre aktiv die Vereinsarbeit gestaltet und gelebt haben und die auch bereit sind, Positionen und Ämter auch in Zukunft zu übernehmen. All jenen, die es braucht, Zusammenkunft auch in der weiteren Zukunft zu gestalten. Und einen persönlichen Dank möchte ich aber auch noch aussprechen. Meine Familie und mich habt ihr hier ganz freundschaftlich aufgenommen, hier in der Kolpingsfamilie Steinheim. Und es wird dafür gesorgt, dass ich hier als Carsten Torke und nicht als Bürgermeister unbeschwerte Stunden genießen darf. Das tut gut. Wir kommen immer wieder gerne hier ins Begegnungszentrum. Ja, und so wünsche ich uns noch einige schöne Stunden hier. Das Wetter spielt mit. Wir müssen gleich für gute 2 Stunden etwas entschwinden Richtung Rolfzen. Und wenn wir in Rolfzen auch alle begrüßt haben, dann kommen wir gerne wieder zurück. Und viel Spaß noch heute Nachmittag. Herzlichen Dank, treu Kolping. So, lieber Werner, dann kommst du bitte auch noch einmal stellvertretend für alle, ne, unser Kolping-Werner hier zu mir. Der Martin steht links bei mir. Komm du mal bitte rechts. Du weißt, die Stadtkasse ist ja nicht ganz so reich beseelt, aber mit ganz leeren Händen soll auch ein Bürgermeister, jetzt ich, Carsten Torke, soll auch ein Bürgermeister nicht zu euch kommen. Ich habe ein kleines Präsent für euch. Ist mit Sicherheit gut. Ja, er ist nicht ganz mit der Stimme heute so. Ja, wird mit Sicherheit euch bei der einen oder anderen Sache helfen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Martin, ich gebe dir wieder das Mikrofon. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Bürgermeister Torke. Lieber Carsten, herzlich willkommen in der Kolpingsfamilie. So, wir wollen einige schöne Stunden, wie gesagt, hier unten mit euch verbringen. Sucht die Gespräche, sucht die Begegnungen. Das wird eine tolle Sache dann. Wer etwas sagen möchte, hier am Mikrofon, bitte eben kurz melden. Dann machen wir das wieder frei und dann geht's weiter. Vielen Dank, dass ihr alle da seid.